أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا ومولانا من الشاهدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهدي لصراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Und willkommen zu einer neuen Unterrichtsreihe im Rahmen unserer Dienstagabende von Madrasa.de, in der wir uns für einige Zeit inshallah mit den Aphorismen oder den Weisheiten des von Sidi Ibn Atta al-Iskandari beschäftigen. Vorweg eine organisatorische Sache und eine persönliche Sache. Die organisatorische ist die, dass wir derzeit halt relativ strenge Regeln einhalten müssen, was die Anwesenheit hier betrifft und Abstand und Maske und all die Dinge. Und vor allem, wir können nur eine sehr begrenzte Zahl von Leuten hier zulassen. Und ich habe jetzt gerade die Nachricht bekommen, dass 9 Leute sich angemeldet haben für den Abend heute und nicht gekommen sind ohne Abmeldung. Und das ist etwas, was es betrifft jetzt nicht die, die hier sind, aber es betrifft vielleicht manche, die online dabei sind. Diese Leute nehmen halt Platz weg von Leuten, die gern kommen möchten. Und nehmen das offensichtlich nicht ernst. Und einfach, wir bitten euch, das sage ich jetzt zu denen, die hier sind, aber auch zu den Online-Leuten, wenn ihr euch anmeldet und ihr seht dann, dass ihr nicht kommen könnt, schreibt eine kurze Nachricht und sagt einfach, ich kann nicht kommen. Dann wissen wir, dass
dass wir Platz frei haben für andere, die gern kommen wollten. Okay? Und was Persönliches noch, wir haben vor einigen Tagen einen lieben Bruder begraben, der beerdigt, der ab und zu mal hier nach Cordoba gekommen ist. Ich glaube, die meisten kennen ihn vielleicht nicht vom Namen her, Emre, aber ich glaube, das Gesicht ist fast allen bekannt. Der ist sehr überraschend bei einem Autounfall gestorben. Und Allah soll seine Seele barmherzig sein und soll ihm alle seine Sünden verzeihen und soll sein Grab hell machen und weit machen und ihm Glück und Frieden schenken. Und es erinnert uns auch daran, dass und eine Schwester, die auch sehr, sehr oft an den Unterrichten teilnimmt, liegt gerade in der Intensivstation mit einer Corona-Infektion. Und es erinnert uns alle daran, dass erstens wir bitten um Dua für die Verstorbenen von uns und für die Kranken von uns. Und es erinnert uns auch daran, dass jeder von uns nächste Woche nicht mehr hier sein kann und morgen nicht mehr hier sein kann. Und das ist eine Erinnerung, die wir alle und ich an erster Stelle nötig haben. Also Al-Fatiha für den Bruder und Al-Fatiha für die Schwester, die krank ist, dass Allah ihr bald ihr Heiligen schenkt. Bis zum nächsten Mal. Und wir beginnen inshallah heute mit einer allgemeinen Einleitung in dieses Werk, das wir lesen werden, die Hekam al-Ata'iyya. Wir sprechen ein bisschen über den Autor, über diese Sammlung von diesen Weisheitssprüchen, was sie bedeuten, warum wir sie lesen, und beginnen inshallah dann mit dem ersten dieser Weisheiten von ihm, die kurz zu erklären. Genau. Zunächst einmal zum Autor. Wer ist Ibn Atta al-Iskandari? Ja, dann wie in der damaligen arabischen Kultur üblich, also wenn man vollständigen Namen liest, ist das sehr lange. Wichtig ist Ahmed ibn Muhammad ibn Abd al-Karim, al-Judhami al-Iskandari al-Jadili. Ja, und sein Beiname ist Ibn Atta'illah. Ibn Atta'illah, also der kürzeste Name, wie man nennt, ist Ibn Atta'illah oder Ibn Atta'illah al-Iskandari. So ist er sozusagen bekannt. Und er hat gelebt vor ein bisschen mehr als 700 Jahren, ist er gestorben, also von 1259 nach christlicher Zeitrechnung bis 1310. In einer Zeit, in der es in der Umma relativ viele Kontroversen gegeben hat. Er ist auch ein Zeitgenosse von Sheikh Ibn Taymiyyah. Und in einer Zeit jetzt sehr, wie soll man sagen, sehr also geistig, intellektuell, eine relativ unruhige Zeit war. Auch politisch gesehen relativ unruhig war. Und Ibn Atta al-Iskandari, wie der Name sagt, kommt aus Iskandaria, das ist Alexandria. Ja, also wenn man nach Ägypten geht, sieht man zwei bedeutende Städte, Kairo in der Mitte ungefähr und im Norden am Mittelmeer ist Alexandria, ist natürlich eine Hauptstadt islamischer Kultur und eine schon unter den Römern wichtige Stadt, einflussreiche Stadt. Und eben Atta al-Iskandari ist eben dort geboren, darum heißt er Iskandari von Alexandria. Und kommt aus einer Gelehrtenfamilie, sein Großvater war ein sehr einflussreicher melikitischer Gelehrter. Und er selbst ist in einem sehr hochstehenden, sehr ausgeklügelten Bildungssystem erzogen worden und hat so die wesentlichsten Disziplinen der islamischen Wissenschaften gelernt und auch beherrscht, sowie also Hadith, Fiqh, Tafsir,
arabische Sprachwissenschaften und so weiter. Und seine erste Phase, also man teilt sozusagen sein Leben in drei große Phasen. Diese erste Phase in Alexandria war so die Phase der Gelehrsamkeit, der sozusagen der unter Anführungszeichen äußeren Wissenschaften. Und er hat so, und auch zu seiner Zeit schon war die Wissenschaft oder das Wissen über Tasawwuf, über Sufismus, ein bekanntes Wissen, ein Wissen, das einigermaßen einflussreich war, aber auch nicht unumstritten war. Und er war jemand, der sehr, sehr kritisch war gegenüber diesen Wissen, gegenüber diesen inneren Wissenschaften. Und er war jemand, der bekannt dafür war, sozusagen Sufismus abzulehnen. Er hat gesagt, wer behauptet, dass es ein anderes Wissen gibt als das Wissen, das in unseren Händen ist, also diese äußeren Wissenschaften, der erfindet eine Lüge gegenüber Allah Subhanahu wa Ta'ala. Also er war sehr, sehr kritisch, sehr skeptisch. Bis zu einem Punkt, wo er einen sehr, sehr wichtigen, eine sehr, sehr einflussreiche Person getroffen hat, nämlich Abul Abbas al-Mursi. Abul Abbas al-Mursi. Warum ist der wichtig? So wie es im Fiqh bestimmte Schulen gibt, Rechtsschulen gibt, gibt es auch im Sufismus sozusagen bestimmte Traditionen, bestimmte Schulen, die sich durchgesetzt haben, die berühmt geworden sind. Die meisten von euch kennen die Namen, so wie Naqshbandiyya und Qadiriyya und Shadhiliyya und Ba'alawiyya und so weiter. Und eben eine sehr bis heute sehr, sehr wichtige diese Tradition ist eben die Schädelier, die Tariqa der Schädelier. Und die geht zurück, der Name geht zurück auf Abul Hassan Schädeli. Der heute in Ägypten begraben ist, in der Nähe von Marsa Alam, also so im Roten Meer, sein Grab ist sehr, sehr bekannt und berühmt. Jedenfalls auf seinen Namen geht diese Tradition zurück. Das Wissen geht, so wir glauben, auf den Propheten sallallahu alaihi wasallam, auf den Koran zurück, aber die Tradition geht, also die namentliche Tradition auf ihn. Und er hat eben, und dieser Namensgeber, der Schädeli Tariqa, hat einen großen Schüler gehabt und das war eben Abul Abbas al-Mursi. Ja. Also wir sind jetzt im 13. Jahrhundert, vor 750 Jahren, 800 Jahren, und es kristallisiert sich sozusagen diese Tradition heraus mit Imam Shadhili und dann Abul Abbas al-Mursi. Und der Autor unseres Buches, Ibn Battal al-Iskandari, lernt Abul Abbas al-Mursi kennen, ist beeindruckt von ihm und ändert seine Einstellung zum Sufismus. Ja? Und sieht das oder empfindet, dass in dem etwas drinnen ist, was wahrhaftig ist, was notwendig ist für die Menschen und schließt sich sozusagen dieser Schule an und wird ein Schüler von Abul Abbas. Und Abul Abbas sieht in ihm Großes und es gibt eine Überlieferung, in der er dreimal sagt, du wirst eine, wie sagt man, also du wirst eine große Aufgabe haben, deine Angelegenheit wird großartig sein. Ja? Und das sagt er dreimal. Du wirst eine große Rolle spielen in dieser Welt. Ja? Und dann die dritte Phase ist dann, dass Ibn Battal al-Iskandari nach Kairo geht und in Kairo dann unterrichtet, Schüler hat und einen Schüler kann man nennen, also es hat mehrere berühmte Schüler, aber einen ist der Qiyuddin Subki. Ja, der große schafiitische Gelehrte ist Schüler von Ibn Battal al-Iskandari. Ja, und sein Grab wird heute noch besucht. Das ist also in Kairo, es ist schön renoviert und die Leute besuchen das sehr gerne. Und ihm wird einfach, also er ist ein Mensch, dem sozusagen über den bekannt ist, dass sowohl seine Predigten, als er noch im Leben war, als auch seine Bücher, nachdem er gestorben war, sehr, sehr starke Wirkung auf die Menschen gehabt haben, ja, und Wirkung auf die Herzen der Menschen gehabt haben. Und bis heute werden die Bücher gelesen und haben die Menschen Nutzen davon.
Wie gesagt, es sind Werke von Sufismus. Welcher Aspekt von Sufismus interessiert ihn besonders? Es ist bei ihm der Aspekt, den wir Al-Mu'amala nennen. Das heißt, der Aspekt von Sufismus, in dem es sozusagen um den richtigen Umgang geht. Um den Umgang mit Allah subhanahu wa ta'ala, den Umgang mit sich selbst und den Umgang mit den anderen Menschen. Das sind die drei Dinge, die eigentlich, die diesen Aspekt, also es ist nicht, das was ich jetzt gesagt habe, ist nicht alles, was Sufismus ausmacht, aber es ist ein Aspekt von Sufismus, auf den Ibn Adal al-Iskandari besonderen Wert legt. Und diese drei Aspekte finden wir in dem berühmten Hadith Ittaqillaha haythuma kunt, fürchte Allah, wo immer du bist. Das ist der Umgang mit Allah subhanahu wa ta'ala. Fürchte Allah, wo immer du bist. Also Hadith. Ja? Zweiter Aspekt ist وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا, und lass einer schlechten Tat eine gute Tat folgen, damit diese jene auslöscht. Hier sagt man, das ist der Umgang mit sich selbst. Sich um sich selbst zu kümmern, um seine Seele zu kümmern, um seine Reinigung zu kümmern. Und der dritte Teil vom Hadith war Khaliq an-Nasa bi Khuluqin Hasan. Und behandle die Menschen auf beste Art und Weise. Und das ist der Umgang mit den Mitmenschen. Und das sind so die drei Aspekte, die im Zentrum des Werkes von Ibn Adal al-Iskandari stehen. Rahimahullah. Und also bei ihm geht es jetzt nicht im Wesentlichen, im Zentrum seiner Werke stehen jetzt nicht irgendwelche Enthüllungen von verborgenen Geheimnissen, die irgendwelche ganz besonderen Heiligen sozusagen haben, sondern was viel mehr wichtig ist, so ähnlich wie bei Imam Rasali, ist, Menschen ein Curriculum zu geben, Menschen etwas zu geben, eine Methode zu geben, wie sie sozusagen Schritt für Schritt sich verbessern können. Ja? Also in den Weisheitssprüchen, wir werden gleich darauf eingehen, was diese Weisheitssprüche, was das bedeutet, aber diese Aphorismen, die richten sich an unterschiedliche Arten von Menschen. Also sozusagen das ist wie ein Weg, eine Schule, ein Schulcurriculum, in dem es Anfänger und Fortgeschrittene gibt. Ja? Manche seiner Weisheiten richten sich wirklich an Anfänger, so wie wir es sind, und manche richten sich an eher fortgeschrittene Schüler. Ja? Aber wichtig ist, dass im Prinzip das große Ziel von derartigen Werken ist, die Menschen vom Zustand der Gleichgültigkeit und der Nachlässigkeit in einen Zustand zu bringen, der näher zu Gehorsam ist und näher zu Anstrengung für Allah subhanahu wa ta'ala ist und so weiter. Also einfach, dass Menschen sozusagen, dass Menschen Schritte aufgezeigt werden, die zur Verbesserung des inneren Zustandes führen, die zur Nähe von Allah subhanahu wa ta'ala, zu Allah subhanahu wa ta'ala führen. Das ist so das Ziel davon. Jetzt kommt, also das sind seine Werke im Allgemeinen. Jetzt kommt man zu den Hikam, zu diesen, also das, was wir in diesem Online-Unterricht inshallah lesen werden, die Weisheitssprüche oder die Aphorismen des Ibn Adal al-Iskandari. Hier handelt es sich um eine Sammlung von 264 kurzen Aussagen, kurzen Sätzen, kurzen eben Weisheitssprüchen. Ja? 264 in der Zahl. Es gibt in dem Buch keine Kapitel, keine thematischen Überschriften, ja? Sondern wenn man es liest, scheint es zunächst einmal so einfach eine Sammlung einfach von diesen kurzen Sprüchen zu sein, ohne dass man im ersten Blick einen Zusammenhang erkennt. Es gab Gelehrte, die später diese Weisheiten sozusagen gruppiert haben nach bestimmten Themen. Zum Beispiel das erste Viertel wäre zum Beispiel, haben fast alle irgendwie mit Tawakkul zu tun, ja, mit dem sich verlassen auf Allah subhanahu wa ta'ala, mit dem Gottvertrauen, ja, mit und so weiter. Ja. Manche haben mit Reinigung mehr zu tun, manche haben mit konkreten spirituellen Erfahrungen zu tun und so weiter. Aber im Prinzip, also Ibn Adal al-Iskandari hat keine Überschriften gegeben, das ist wichtig, ja, das ist einfach eine lockere Sammlung sozusagen. Und es scheint das erste Buch oder es scheint die erste Veröffentlichung von ihm gewesen zu sein. Ja, er hat mehrere Bücher gemacht, es gibt mehrere Bücher von ihm. Die bekanntesten sind Lataif al-Minan
Und Eternuer Fiscata Bier, das ist ein Buch, wo es darum geht, dass der Mensch lernt, seine ständigen Planungen, also falsche Planungen aufzugeben. Ja, dieses, ja, wenn ich das mache, dann wird das passieren, und wenn das passiert, dann wird das passieren, und wenn ich das nicht habe, dann wird das nicht sein und so weiter. Es gibt eine Art von Planung, die notwendig ist, es gibt eine Art von Planung, die destruktiv ist. Und er schreibt ein ganzes Buch nur über die falschen Pläne, die Menschen manchmal haben, ja, wo man sich nicht um das kümmert, was man eigentlich selbst machen soll, sondern sich mit Zukunftsfantasien beschäftigt, die eigentlich keinen Sinn haben. Ja. Und ein anderes Buch ist Tejal Arus, Die Krone der Braut. Und dieses Buch ist ganz, ganz frisch jetzt vom Mektebar Verlag übersetzt worden, in einer guten Übersetzung. Und ich habe heute mit den Brüdern von dem Verlag gesprochen und habe die Erlaubnis oder die grünes Licht bekommen, dass wir inshallah auch das Buch bald mal lesen werden, inshallah. Vielleicht im Ramadan. Das ist ein gutes Ramadan-Buch, der Schlarus. Wenn wir noch leben und wenn uns die Möglichkeit dazu gibt zu dem. Ja. Aber es ist halt einfach erstaunlich, dass, also bei Ibn al-Iskandar und bei vielen dieser Gelehrten, ja, dass dieser Mann hat vor 700 Jahren gelebt. Ja. Und hat keine großen Medien gehabt und so weiter, aber 700 Jahre später werden seine Bücher in alle Sprachen, also durch die Jahrhunderte hindurch werden die Bücher in alle möglichen Sprachen übersetzt. Jetzt 700 Jahre später wird der schon Russisch ins Deutsche übersetzt. Die Hekam, über die wir hier sprechen, wurden schon vor, ich weiß nicht, was die, wann das rauskommen ist, von einem Regime, wahrscheinlich vor 20, 30 Jahren oder so. Im Prinzip ist es, genau. Siebenundachtzig, genau. Das Buch in der deutschen Übersetzung heißt, interessanter Titel, typisch an einem Reschimmel, Bedrängnisse, also Schwierigkeiten, sind Teppiche voller Gnaden. Wunderschöner Satz, ja? Bedrängnisse sind Teppiche voller Gnaden. Das ist die Übersetzung des Buches. Also in der Form gibt es das Buch. Im Herder Verlag ist es erschienen. Es ist aber, soweit ich weiß, nicht mehr lieferbar. Dieses Buch zu haben, ist was sehr, sehr Wertvolles. Also jeder, der das hat, nicht hergeben, weil die Bücher von einem Regime, ich gebe es gleich zurück, weil es das heißt, Bücher sind eifersüchtig. Kennen Sie es? Bücher haben eine Würde. Haben Eifersucht und Würde. Ja? Und wenn man Bücher hergibt, kommen sie nicht mehr zurück. Das kennt jeder, oder? Man verborgt Bücher und denkt sich, aber jetzt merke ich mal wirklich, an wem ich es geliehen habe. Und dann sind sie einfach weg. Ja? Und das heißt, Bücher haben Würde und die fühlen sich beleidigt, wenn sie hergegeben werden. Und dann wollen sie halt nicht mehr zurück zum Besitzer. Auf jeden Fall, wenn das Buch jemand hat, das Buch ist sehr wertvoll. Also wenn man es überhaupt noch kaufen kann, ist es extrem teuer. Das letzte Mal, als ich gesucht habe, war das so im irgendwo dreistelligen Bereich und so. Genau. Die Weisheitssprüche davon Ibn al-Iskandari. Was bedeutet das? Hikam. Hikam. Das erste ist einmal, dass wir sagen, also was bedeutet Weisheit? Eine Definition von Weisheit ist, jedem Ding und jeder Sache den Platz zu geben, der ihm gebührt. Jede Sache, jedem Ding den Platz zu geben, der dieser Sache gebührt. Nichts zu übertreiben, nichts zu untertreiben. In jeder Sache zu wissen, was diese Sache für Stellung im Leben hat. Welchen Rang das im Leben hat, welchen Platz das im Leben haben soll. Das ist Weisheit. Ja, und Weisheit ist was, im Koran heißt, wem Weisheit gegeben wird, dem wird viel Gutes gegeben. Sinngemäß. Und Allah Subhanahu ist Hakim und Allah Subhanahu hat in jeder Sache, die er schafft, im Großen und im Kleinen, eine Weisheit. Und diese Weisheiten kennen wir teilweise und teilweise kennen wir sie nicht. Teilweise kennen wir sie, teilweise kennen wir sie nicht. Es gibt die Geschichte von Nasreddin Hoxha, Juha, der im Garten sitzt und er schaut nach dem Boden und sieht eine Melone oder einen Kürbis
in auf den ganz dünnen Ästchen hängen und diese riesige Frucht. Und dann schaut er nach oben, sieht diesen riesigen Nussbaum und dran so eine kleine Nuss hängen. Und denkt sich, Allah, was ist das für, was hast du dir gedacht, dass du so eine winzige kleine Nuss an so einen starken Baum hängen lässt und so einen riesigen Kürbis an so einem dünnen Ästchen? Und er denkt so nach und plötzlich fällt der Nuss auf seinen Kopf und sagt, ah, jetzt habe ich es verstanden. wäre der Kürbis so groß wie die Nuss, dann wäre die Nuss so groß wie der Kürbis, dann wäre ich jetzt gestorben. Also Allah subhanahu wa ta'ala hat eine Weisheit in jeder Sache und einige teilen uns mit und einige teilen uns nicht mit. Und man sagt, die Menschen, die sich Allah subhanahu wa ta'ala annähern und die Allah subhanahu wa ta'ala nahe sind und ihre Herzen gereinigt haben, machen sich letzten Endes bereit dazu, diese Weisheiten zu verstehen. Und aus und von diesen Menschen kommt dann in ihrer Sprache eine Weisheit, die wiederum den Menschen nützt. Also die Menschen, die die Weisheit Allah subhanahu wa ta'ala im gewissen Ausmaß sind, dem was möglich ist, verstehen, haben dann in ihrer eigenen Sprache eine Weisheit, die sie ausdrücken und die den Menschen weiterhilft. Und manche sagen, die Hikma, die von einem Menschen kommt, ist jedes Wort, welches nützlich ist. Ein Wort, welches den Menschen nützt, ist eine Hikma, ist eine Weisheit. Ein anderer sagt, jedes Wissen, von dem Nutzen gezogen wird, ist eine Weisheit. Und hier haben wir wenn wir jetzt das Buch von Ibn Taleskandani ansehen, haben wir kleine, kurze Aussagen. Die meisten, wie gesagt, die meisten bestehen aus einem Satz. Manche zwei Sätze, manche drei Sätze. Nicht viel, viel längere, also es gibt fast nichts, was viel länger ist. Ja? Und diese sind kleine sprachliche Äußerungen, welche aber auf große, große, große Zusammenhänge hinweisen, auf große Realitäten hinweisen, auf große Tatsachen hinweisen. Ja? Kann man sich so vorstellen, wie ein Schlüssel. Überlegt mal, wie groß ein Schlüssel ist und wie groß das Haus ist, welches ich mit dem Schlüssel betreten kann. Richtig? Und eine Hikma ist ein Schlüssel, mit dem ich das Haus der Offenbarung, das Haus der göttlichen Weisheit betreten kann. Okay? Und im Wesentlichen geht es in diesen Hekam, also welches Haus betreten wir? Wir betreten das Haus von Glauben, von wahrhaftigem Glauben, von der Beziehung des menschlichen Herzens zu diesem Glauben, zu Tawhid, zu Monotheismus. Was bedeutet, was macht der Glaube an Allah subhanahu wa ta'ala, der echte Glaube an Allah subhanahu wa ta'ala mit uns, mit der Seele des Menschen? Ja? Welche Grundlagen hat der Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala? Welche Fallen gibt es? Welche Gefahren gibt es? All das wird beschrieben, dass der Mensch sozusagen diesen Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala weitergehen kann. Und diese Hikam von Ibn Taleskandari haben eine ganz besondere Wirkung auf die menschliche Seele. Und das ist etwas, was wir empirisch sagen. Wir können sagen, ja, wo ist der Beweis dafür? Der Beweis ist einfach Empirie. Die Menschen durch diese 7 Jahrhunderte hindurch haben gesehen, dass diese Sprüche, diese kurzen Aussagen von Ibn al-Iskandari heilend sind für das Innere der Menschen. Und deshalb hat dieses Buch so einen besonderen Platz in der islamischen Literatur gefunden. Ja? Wir kennen, also auf Arabisch jetzt nur, kennen wir Sheikh Abdel Fattah al-Bizm hat einen Tahqiq gemacht für den Kommentar von Imam Scharnubi zu Hikmat al-Atayr. Und da schreibt er ein Vorwort, zählt er 33 Kommentare zu der Hikm auf, von großen Gelehrten. Ja, 33 verschriftlichte, also gedruckte Kommentare zu diesen Weisheitssprüchen. Ja. Aber in Wirklichkeit ist es so, dass... ich glaube, ich kenne keinen einflussreicheren Gelehrten jetzt heute, der nicht in seinen Unterrichten Scharh von Hikam al-Atayr gemacht hätte. Also könnt ihr mal auf YouTube suchen. Also lasst euch irgendeinen Gelehrten einfallen und sucht nach Hikam al-Atayr und ihr werdet finden, dass irgendwie alle Gelehrten der Zeit beschäftigen sich mit Hikam al-Atayr. Das ist einfach so ein Buch, das einfach subhanallah, das ist einfach Kabul gefunden, Akzeptanz gefunden hat. Ja? Und wir hatten das Glück, dass wir, als wir nach Damaskus gekommen sind,
hat Sheikh al-Buti, rahimahullah, Sheikh Mohammed Said Ramadan al-Buti, Shahid al-Mihrab, der hat immer Montag und Donnerstag öffentliche Unterrichte gemacht in der Imam-Moschee in Damaskus. Das waren Unterrichte, wo tausende Leute waren. Und am Montag hatte er, als wir gekommen sind, hat er gerade abgeschlossen mit Riyadus Salihin. Und Riyadus Salihin, das ist die Hadith-Sammlung, hat es, wenn ich jetzt richtig mich erinnere, ungefähr 30 Jahre lang. Also er hat 30 Jahre lang jeden Montag Riyadus Salihin unterrichtet. Und als wir gekommen sind, also es war einer unserer ersten Unterrichte bei ihm, war das abgeschlossen und dann hat er gesagt, er beginnt jetzt mit einem neuen Buch, nämlich Al-Hikam al-Ata'iyya. Und dann war das vielleicht, ich glaube schon 5-6 Jahre, glaube ich. Also 5-6 Jahre hat er jeden Montag Al-Hikam unterrichtet. Ja, und wir hatten das Glück, dass wir, Alhamdulillah, von seinem Mund das hören und vor ihm sitzen. Und es waren halt die schönsten Stunden. Rahimahullah. Ganz kurz noch zu den Kommentaren. Es gibt, ihr braucht jetzt auch den Namen nicht aufschreiben, nur die bekanntesten Kommentare. Eines von Ibn Abbad, Nifsi Arundi, das ist ein marokkanischer Gelehrter, der sehr einflussreich war zu seiner Zeit und der lebt von 1333 bis 1390 oder so. Das heißt, er ist eigentlich ein Zeitgenosse. Also er wird geboren ganz kurz, nachdem Ibn Abbad al-Iskandari stirbt. Ja? Und das ist erstaunlich. Und der hat einen sehr wichtigen Kommentar zu den Hekim geschrieben. Ja? Und es ist erstaunlich, dass zu der Zeit, also das 14. Jahrhundert, ein Gelehrter schreibt Weisheitssprüche in Ägypten und kurze Zeit später sitzt Imam Arundi in Marokko und schreibt einen Kommentar. Und sagt über die Hekim, sagt, er ist auch sehr interessant, er sagt, min aftal ma sunnifa fi tawhid. Es gehört zu den besten Werken, die Hekim al-Ata'iyya gehören zu den besten Werken, welche, der Mann war Sufi-Gelehrter übrigens, welche im Bereich von Tawhid geschrieben wurden. Ja? Und es zeigt diese starke man sieht wirklich, dass Hekim al-Ata'iyya ist ein Werk, es kreist eigentlich immer um Tawhid und Tawhid und Tawhid. Es kreist alles, es ist so wie ein Tawaf um Allah subhanahu wa ta'ala, also um die Bedeutungen von Tawhid. Ja? Das werdet ihr sehen, wenn ihr die Hekim hört. Ein anderer berühmter Kommentar ist von Ahmed Zarouk, ein anderer berühmter Kommentar ist von Ibn Ajiba. Das sind so die Hauptkommentare, die gelesen werden. Und es gibt einen von Imam Sharnubi al-Maliki, das ist ein Azhar-Gelehrter, der nach christlicher Zeitrechnung 1929 gestorben ist, vor knapp 100 Jahren, also relativ zeitgenössischer Gelehrter. Und das ist so die beste Erklärung, die für einfache Leute wie uns, wie soll man sagen, nützlich ist. Weil eben Ajiba und so, das ist ein sehr hoher Sophismus und das Gotteserkenntnis. Und das sind Anspielungen drinnen auf Dinge, die wir einfach, also die Leute wie ich einfach nicht verstehen, weil ich keine Ahnung davon habe. Ja. Aber Imam Sharnubi ist so eine relativ leicht zugängliche, für den Laien leicht zugängliche Erklärung. Also wenn es lesen will, ist gut. Und eben Sheikh Abdel Fattah al-Bizm hat den Tahqiq dazu gemacht. Gut. Das war eine sehr lange Einleitung. Aber wir haben den Befehl von Allah subhanahu wa ta'ala, buyuta min abwabiha, betrete die Häuser von ihren Türen. Und die Tür eines Buches ist der Autor. Das darf man nie vergessen. Ja? Also wir sollen uns immer, wenn wir uns mit einem Buch beschäftigen, sollen wir uns auch mit den Autoren des Buches beschäftigen.